Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der XXL Farm hier im Landwirtschaftssimulator 19. Auf dieser Wiese hier haben wir in den letzten beiden Folgen Massen an Heu produziert und ihr seht, mittlerweile ist der Krone Big M hier nicht nur unglaublich dreckig, sondern er ist schon wieder auf der Wiese unterwegs und das vermutlich auch erstmal ein letztes Mal, denn diese Wiese soll auf lange Sicht wieder umgewandelt werden in Ackerland und dann werden wir hier spannende andere Projekte durchführen. Ich habe da schon einige Dinge für die nächsten Folgen im Kopf, aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn wir haben heute eine andere Mission. Wir werden nämlich heute Grassilage herstellen und das ist für mich tatsächlich eine Premiere im Landwirtschaftssimulator, denn auf diese Art und Weise habe ich es noch nie hergestellt. Ihr seht es hier vorne, wir sind nämlich heute unter anderem mit einem Klaas Jaguar 960 unterwegs. Ein brachiales Teil, ihr seht es hier hinten, wir machen es mal kurz an. So, und das hier mit dem entsprechenden Vorsatz. Und auf diese Art und Weise habe ich noch nie gemäht, war ich noch nie hier im LS unterwegs. Natürlich jetzt für die Vorbereitung mal kurz, um das alles zu testen. Dazu vielleicht auch später noch eine Geschichte. Aber ansonsten habe ich es auf diese Art und Weise, glaube ich, noch nie in einem Video gezeigt und noch nie gemacht, weil die Arbeitsbreite natürlich auch überschaubar groß ist. Trotzdem, heute werden wir es austesten mit diesem Klaas Jaguar und ich würde sagen, ich steige jetzt einfach mal ein und dann geht's los zu unserer Wiese, die Gott sei Dank nur wenige Meter entfernt ist. So, da vorne ist sie nämlich schon. Ich habe mir auch wieder fleißig eure Kommentare durchgelesen und fand einige Tipps und Ideen ganz hilfreich und gut. Zum Beispiel bei der Zuckerrübenfabrik. Ihr habt gesagt, Ansgar, wenn du wieder ein XXL-Rübenprojekt machst, worauf ich natürlich Lust habe, dann machst doch mit einer Zuckerrübenfabrik. Bau dir also eine solche Fabrik und dann können die Rüben da ganz bequem verarbeitet werden. Ein anderer hat auch geschrieben, produziere da irgendwie einen billigen Fusel und exportiere den ins Ausland. Das können wir natürlich auch machen, aber ich glaube, die erste Variante ist ein bisschen seriöser. So, und jetzt ist das Ganze auch schon auf der Wiese angekommen und praktischerweise kann man mittlerweile auf Wiesen auch vollautomatisch Kursplay-Kurse einfahren, beziehungsweise berechnen lassen. Deswegen machen wir das mal schnell hier mit der 21 und dann machen wir mal so, ich glaube, ich mache nur Vorgewände, also ich lasse den nur im Kreis fahren. Und da soll der Kurs jetzt mal generiert werden, gucken wir mal schnell, dass das klappt. So, und dann ist das jetzt geschafft. Und ihr seht es hier vorne. Das ist unsere Route. Können wir natürlich jetzt auch nochmal in groß anzeigen lassen. Und da sehen wir das ganze Chaos. Ja, und bevor wir starten können, würde ich sagen, machen wir das Rohr jetzt noch auf. Der Jaguar ist übrigens nur gemietet. Ihr könnt ja mal, ich werde euch mal abstimmen lassen. Sollen wir uns diesen Klaas Jaguar kaufen für die XXL-Farm, für zukünftige Maisprojekte oder so? Oder eher nicht, schreibt mir das gern rein, beziehungsweise stimmt gerne oben ab. Aber jetzt heißt es erstmal Attacke Hü. Ja, wir machen jetzt nochmal schnell hier den Abfahrer rein. So. Und dann geht es jetzt gleich los, sobald wir nämlich mit unserem Wagen hier angekommen sind. Ihr seht, ich habe es mal ein bisschen gemixt, sodass jeder hier ein bisschen glücklich wird. Ein Fendt 1050, oder? Ja, 1050, genau. Mit einem Klaas Wagen, einem Klaas Cargos 760. Diese Kombination ist vielleicht in der Realität ein bisschen ungewöhnlich, aber ich dachte mir, wenn ich schon mal mit einem Klaas Häcksler unterwegs bin, dann möchte ich auch einen Ladewagen dazu nehmen. So, und damit werden wir die Grassilage erstmal oder das ganze Gras erstmal hier aufnehmen und dann später zum Hofsilo fahren und das dort abladen. Und dann zeige ich euch auch gleich, was sich da schon getan hat. Ja, und während wir jetzt hier so lang fahren, kann ich auch noch mal auf ein paar Tipps und Hinweise eingehen. Zum anderen erkläre ich euch aber auch, warum das nicht ganz so klappt, wie ich es mir eigentlich mal vorgestellt habe. Denn ursprünglich wollte ich hier die Mega-Action machen, mit zwei Häckslern fahren, mit drei Abfahrern, großes Abenteuer mit Kursplay. Das Problem ist nur, das ist katastrophal geendet, denn an den Enden, also oder auch an den Ecken hier, ist der Abfahrer immer in den Häcksler reingefahren. Irgendwie, das hängt vielleicht mit der Kursplay-Version, vielleicht mit dieser Wiese zusammen, ich weiß es nicht. Aber das war eine Katastrophe, man konnte sich das nicht anschauen und deswegen habe ich gesagt, okay, Projekt abgebrochen, Experiment abgebrochen, wir machen es nur mit einem Häcksler und den fahre ich dann auch selbst ab. Da spart man sich das. Und viele von euch sagen ja, Ansgar, faul ist er geworden, der Herr, ja, lässt alles nur noch mit Kursplay machen. Dem werde ich heute mal wieder entgegenwirken, indem ich nämlich endlich mal wieder selbst abfahre. Und das macht auch eine Menge Spaß. Ihr seht, das funktioniert auch sehr gut, zumal der Klaas Jaguar ein extrem langes Rohr hat. Ich glaube, ich habe den auch mit dem etwas längeren hier ausgewählt.
Wobei, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber das klappt auf jeden Fall hervorragend und sieht auch nett aus. 25% sind jetzt mittlerweile schon gefüllt. Das heißt, da ist schon einiges drin. Es passt allerdings natürlich auch noch eine ganze Menge rein. Und dann schauen wir uns gleich mal beim Hof das Silo an. Das ist nämlich auch schon ein bisschen gefüllt und den Rest werden wir dann nachher im Zeitraffer machen. So, aber es freut mich immer wieder eure Kommentare zu lesen, wie sehr ihr euch auf die XXL-Farm freut. Und ja, ich bin auch bemüht, da jetzt noch ein bisschen eine Schippe draufzulegen. Aber das müssen wir erst noch abwarten. Es wurde auch ein bisschen diskutiert, ob ich vielleicht mal die Map wechseln soll. Denn wir sind jetzt seit, ja, ich glaube mittlerweile sind wir seit ungefähr 100 Folgen auf der nordfriesischen Marsch. Angefangen haben wir ja damals auf der Ravenport-Map, wenn ich mich recht erinnere. Das war auch gut, aber war natürlich, hatte nicht ganz den Reiz von der nordfriesischen Marsch. Dann kam jetzt diese Karte und jetzt wurden schon die ersten Stimmen laut, Ansgar, wechsel doch mal wieder die Karte. Könnte man natürlich machen, wobei, dann würde viel verloren gehen. Ich muss mir das mal überlegen, ob wir das machen. Eigentlich bin ich nämlich noch ganz glücklich hier mit dieser Karte. So, fahren wir mal weiter. 48%. Ja, manchmal wird er ein bisschen langsamer, der Häcksler. Vielleicht werde ich nachher nochmal die Rollen wechseln. Ich könnte ja auch den hier mit einem Abfahrerkurs. Ah, jetzt steckt er hier im Verkehr fest. Da kann man natürlich dann sehr gut agieren, wenn man das selbst steuert. Aber der Cosplay-Helfer war leider nicht ganz so intelligent. Genau. So. Aber es klappt ganz gut. Ich bin eigentlich ganz happy bislang. Könnte natürlich auch. Und vor allen Dingen, wir haben endlich mal richtig viel Platz. Im Maisfeld hat man das ja nicht unbedingt. Aber ich stelle es mir ganz cool vor. Für diejenigen, die sich fragen, Ansgar, wieso machst du eigentlich jetzt hier Grassilage? Das liegt ganz einfach daran, dass ich jetzt nicht wieder so ein großes Projekt mit dem Mais starten wollte. Das sparen wir uns noch ein bisschen auf, kommt auch wieder. Dann zum Beispiel mit diesen Glashäckslern hier. Könnte man gut machen. Aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt gerade starten. Ich brauche nämlich relativ dringend Silage für unsere Futtermischproduktion. Oder Mischfutterproduktion vielmehr. Und da ist es jetzt, glaube ich, zu aufwendig, erst Mais anzupflanzen, das Ganze dann aufwendig zu häckseln und dann mit vielen Abfahrern wegzubringen, sondern wir brauchten Schnellsilage und deswegen wird es heute mal ausnahmsweise die Grassilage. Und danach geht es weiter mit dem großen Gülleprojekt. Da werde ich nämlich mal eine Sache machen, die ihr euch sehr oft gewünscht habt. Ich werde endlich mal mit einem Güllezubringer arbeiten, beziehungsweise mit einem Feldrandcontainer. Und dann schauen wir mal, wie das so klappen wird. Und später dann das Rübenprojekt, also da kommt noch einiges. So. Okay. Lassen wir den einmal kurz rumfahren. Und bald kommt natürlich auch das Video, wo ich selbst mal Trecker gefahren bin. Ich habe mir das jetzt nochmal ein bisschen angeschaut. Das war ein... komm, ein bisschen was kann ich schon mal verraten. Das war ein Fendt 700. Die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Vor allen Dingen, weil man mal gespürt hat, was da unter einem ist, die ganze Feldfläche. Wir sind zugegebenermaßen recht schnell über den Acker gefahren, also zeitweise. Und dann wurde man auch ordentlich durchgerüttelt. Das ist natürlich im Landwirtschaftssimulator alles nicht so der Fall. Da ist das recht gemütlich hier zu fahren, über so eine Wiese oder ein Feld. Oh, fahren Sie auch weiter, guter Mann. Da muss ich jetzt mal kurz die Seite wechseln, weil für die andere Seite ist mein Wendekreis, glaube ich, zu gering. Aber macht nichts, kann man natürlich auch so machen. Ist, glaube ich, sowieso jetzt angenehmer, auf dieser Seite abzufahren. Und es sind nur noch 8%, 7%, 6%. Ja, jedenfalls war es sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen wurde mir sehr ausführlich erklärt, was man bei diesen Treckern alles einstellen kann. Es gibt ja hier dieses Display und diesen Joystick. Beides ist komplett irrelevant im Landwirtschaftssimulator. Aber in der realen Landwirtschaft ist das ja wirklich extrem wichtig. Mittlerweile. Da kann man alles einstellen, man kann die Drehzahl da einstellen, kann damit lenken, kann damit GPS einstellen und so weiter und so fort. Hat ganz, ganz viele Daten, auf die man zugreifen kann. Ist sehr, sehr schade, dass es im Moment im Landwirtschaftssimulator noch nicht geht, aber ihr merkt, ich habe eine ganze Menge mitgenommen von meinem kurzen Trip, aber dazu dann in wenigen Tagen mehr. Ich bin schon dabei, das zu schneiden. Ich hoffe, ich kriege das in den nächsten Tagen fertig und zum Wochenende gibt es dann vielleicht auch noch eine andere Überraschung. Mal schauen. Jetzt noch nicht zu viel verraten. So, jetzt geht's auf zum Hof. Da fahre ich jetzt einfach mal hier vorne durch. Und dann werdet ihr sehen, beim Experiment... Oi, oi, oi. Was ist denn hier passiert?
Ja, wir haben, da habt ihr nämlich auch schon geschrieben, Ansgar, bau dir doch noch ein zweites Lager hier hin, ein zweites Ballenlager, denn das ist genau der Effekt, der jetzt eingetreten ist. Es ist zu voll, es ist komplett überfüllt, wir haben viel zu viele Heuballen mittlerweile und das ist natürlich nicht ganz so gut. So, und da werden vermutlich noch mehr kommen, das heißt, da muss ich mir irgendwas überlegen, vermutlich werde ich tatsächlich ein zweites Lager bauen, aber ihr seht hier vorne, hier sieht man so ein bisschen mein Experiment, was ich durchgeführt habe und was dann auch ja, teilweise ein bisschen schief gegangen ist, weil ein Kurs ein bisschen falsch eingefahren war. Der hat dann hier einfach auf beiden Silos abgeladen. Aber dieses Silo hier, das soll unser Hauptsilo sein. Und deswegen würde ich sagen, wird jetzt einfach mal hinten der Schuppen geöffnet und dann laden wir mal kurz ab. So. Ah, sehr schön. Wir schauen mal kurz, also hier vorne ist dann das Silo zu Ende. Das ist so ein Freilandsilo. Ich glaube, ich habe es euch in der letzten Folge schon kurz gezeigt. Ich werde auch versuchen, das dann der Modliste in den nächsten Tagen noch einzufügen. Oder in die Modliste das einzufügen. Wir sehen, aktuell sind hier 210.000 Liter drin. Und ich bin sehr gespannt. Nee, doch, es sind 210.000 Liter. So. Und in den nächsten Folgen, beziehungsweise ich bin sehr gespannt, was dann am Ende der Folge da drin sein wird. Denn ich werde jetzt mal ein bisschen weitermachen. Das Prozedere wird sich jetzt immer wieder wiederholen. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns dann, beziehungsweise hören uns am Ende der Folge nochmal. Und ich werde jetzt mal im Zeitraffer ein bisschen weiterarbeiten und dann mal sehen, wie viel Grassilage dabei am Ende bei rumkommen wird. Ihr seht es, die Wiese ist mittlerweile komplett bearbeitet. Das heißt, wir können jetzt die letzte Graslieferung nochmal schnell rüberbringen. Das sind nochmal 23.000 Liter. Und dann sehen wir auch, wie viel dabei insgesamt rumgekommen ist in dem Silo. Ich weiß es selbst noch nicht ganz. Also so vom Anblick würde ich sagen, sind vermutlich so 300.000, 400.000 Liter. Aber viel mehr werden es nicht sein. Es ist gar nicht so wenig, aber jetzt natürlich auch keine richtige Masse. Es wird auf jeden Fall ausreichen, um damit erstmal über die Runden zu kommen, bis dann das nächste Maisprojekt ansteht. So, und auf dem Weg habe ich noch eine Mission, denn ich lese mir immer die Kommentare durch, habt ihr schon gemerkt, und manchmal achtet ihr auf Kleinigkeiten, die aber in der Realität wirklich wichtig sind. So, und deswegen biege ich hier nochmal schnell kurz ein. Und dann sehen wir da vorne, was bemängelt wurde, denn ich entlaste hier selten die Fronthydraulik oder auch jetzt hier den Arm vom Radlader. Und das werde ich jetzt mal schnell machen, ja? Weil das ist in der Realität, sollte man das vermutlich tatsächlich nicht so machen. Da würde man das jetzt vermutlich sogar abhängen. So, und dann kann man das gut lagern, wenn man es mal nicht braucht. Macht man auch, glaube ich, bei Gewichten oder sowas, sowas lässt man auch nicht dran. Sind so Details, auf die achtet ihr manchmal, die sind mir manchmal gar nicht so bewusst, aber dafür war heute mal in dieser Folge Zeit. So, das Ganze müssen wir dann gleich natürlich noch verdichten. Das steht auch noch an, aber vorher sehen wir hier erstmal. So sieht das aus und hier das, was ihr am Anfang schon gesehen habt, was hier so ein bisschen verschüttet wurde, das muss natürlich auch nochmal korrigiert werden. So, und ohne auszusteigen sehen wir hier, 566.000 sind es immerhin geworden. Das wird locker reichen, um erstmal damit auszukommen, aber es muss noch verdichtet werden.
Der Verdichtungsgrad liegt aktuell bei 48%. Da müssen wir gleich nochmal ran. Und dann seht ihr auch, welches Spezialgerät ich noch gekauft habe. Das habt ihr am Anfang der Folge, glaube ich, noch nicht gesehen. So. Super, dann lassen wir das hier vorne stehen, das Gerät. Ich glaube, das stört ihn nicht. Den Fendt, den können wir später aufräumen. Wie so oft auf der XXL-Farm. Das Feld oben ist mittlerweile übrigens auch fertig, das Feld 12. So. Und hier seht ihr, was hier zum Einsatz kommen wird. Und natürlich habe ich die Tuchel nochmal kurz bearbeitet. Das ist ja kein Hexenwerk und habe das ist eine Kehrmaschine für diejenigen, die das noch nicht kennen. Aber ich glaube, es ist so ein Must-Have auf vielen Höfen. Und diese Kehrmaschine hat auch eine gewisse Aufnahmekapazität. Man kann sie dann später entleeren. Und ich dachte mir, auf der XXL-Farm brauchen wir ein bisschen größere Kapazität, um das ganze Gras, was hier verschüttet wurde, dann vielleicht wieder aufzukehren. Wenn wir es jetzt gleich nicht mit dem Schiebeschild machen. Und deswegen habe ich die Kapazität da nochmal ein bisschen erhöht. Die liegt nämlich normalerweise nur bei 200 oder sowas. Und dann ist man recht lang damit beschäftigt. Das habe ich nochmal schnell erhöht. Und jetzt werden wir das Ganze hier vorne ausklappen. Und hinten die Kehrmaschine, glaube ich, erstmal ablegen. Die werde ich mal schnell hier hinbringen. So. Dann sehen wir es hier. Machen wir mal schnell runter. Und dann ab die Post. Und dann wechseln wir nach vorne und werden das einmal ausklappen. Ich glaube, das geht, oder? So, okay. Ah, ausklappen kann man das gar nicht. Das wirkt so klein an diesem Xerion, aber ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so klein. So. Aber wir sehen hier, wie wir das bewegen können. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen was, wobei wir ja gar nicht so viel schieben müssen, können wir dann nochmal hier so ein bisschen auftürmen. So. An meinen Schiebekünsten gibt es ja immer wieder, oder auch an meinen Verdichtungskünsten, gibt es ja immer wieder Kritik. Ich mache das Schild, glaube ich, mal hoch. Hier vorne muss ich ja wirklich nur verdichten. Weil das echt so ein Thema ist. Ich glaube, in der Realität macht das mega viel Spaß, wenn es dann im Jahr endlich wieder soweit ist. Aber hier, ich habe sowas noch nie. Also ich kenne nur Videos davon. Aber ich glaube, dazu braucht man das Feeling, um dann tatsächlich so ein bisschen mitreden zu können, wie man das macht. Und um das Ganze abzukürzen, habe ich jetzt einfach schon mal ein bisschen weitergemacht. Wir sehen, wir sind mittlerweile bei 97%. Das heißt, ich muss jetzt hier nur noch ein, zwei Bahnen durchfahren. Und dann lübt der Lachs auch. So, fahren wir nochmal schnell zurück. Und dann nochmal rauf. Ich habe jetzt keine Zwillingsbereifung draufgezogen. Und jetzt auch nicht das größte Schiebeschild hier genommen und sowas. Das sind ja alles keine Mengen. Also das ist ja nicht wirklich viel Silage, was ich hier produziere. Da reicht jetzt, denke ich mal, die normale Bereifung. Und wenn dann das nächste XXL-Projekt ansteht, das XXL-Silage-Projekt, dann werde ich da auch gerne wieder die Bereifung wechseln. Und vielleicht gibt es ja dann auch noch irgendwelche besonderen Trecker oder irgendwelche besonderen Schiebeschilder, die man da mal einsetzen könnte. Zum Beispiel ein Challenger mit Triple-Bereifung, wenn das so heißt. So. Gut, ich lasse das mal hier vorne stehen und dann geht es jetzt ab in die Kehrmaschine. Und dann werden wir hier nochmal ein bisschen sauber machen für die Ordnungsfanatiker unter euch. Ich muss aber ehrlich zugeben, im Schnitt fällt mir das, wenn ich so spiele, dann bin ich da auch gar nicht so der große Ordnungsfanatiker. Aber im Schnitt fällt es mir dann doch immer auf, was ihr so in den Kommentaren schreibt. Ansgar, mach's doch mal ordentlich, mach doch mal sauber da. Habt ihr schon recht, deswegen machen wir es jetzt gleich. Vorher werde ich allerdings noch schnell, oder soll ich das Silo zudecken? Oder vielleicht kannst du ja, nee, ich werde es schon jetzt zudecken. Zup. Und werde jetzt, da sagen wir nochmal schnell die neue Errungenschaft auf dem Hof, werde jetzt hier mit der Kehrmaschine anrücken. Ich habe gerade noch kurz gezögert, weil ich mir dachte, vielleicht kann man das ja mit der Kehrmaschine dann nochmal ins Silo reinwerfen. Kann man allerdings nicht, denn die Kehrmaschine macht das alles automatisch zu Mist, wenn ich richtig informiert bin. Sehen wir jetzt gleich. Ja, da wird es schon angezeigt, das ist wieder alles Mist. Aber auch Mist können wir gebrauchen. Mal schauen, was wir damit so alles anstellen. Aber das wird auf jeden Fall schon irgendwo unterkommen hier auf der XXL-Farm. Und jetzt sehen wir nochmal, wie schön diese Kehrmaschine hier alles sauber macht. Ah, aus der Cockpit-Perspektive sehen wir ja gar nichts. Und dann können wir nochmal nach außen wechseln und dann sehen wir das hier. Also das ist schon eine gute Sache, glaube ich, für die XXL-Farm, diese Kehrmaschine. Auch wenn man die natürlich nur für solche Dinge hier einsetzen kann. Für die Kühe wäre das nicht ganz so sinnvoll, weil auch da wird halt alles zu Mist gemacht. Das heißt, man verliert dann im Zweifel viel Futter. Da werde ich, glaube ich, bei der Futtermischwagen-Methode bleiben.
So, das hier lasse ich schon mal drin. Das muss ich hier jetzt nicht rauskehren. Wenn das natürlich nicht ganz so schön aussieht. Kurz mal hier über die Reifen gefahren. So, und dann machen wir hier nochmal ein bisschen sauber. Und dann ist auch dieses Projekt abgeschlossen. So, eigentlich wollte ich das natürlich mit mehr Häckslern machen. Es gab übrigens auch einen Kommentar, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt hatte. Es gab einen Kommentar, der mir vorgeworfen hat, ich würde auf der XXL-Farm nur deshalb Autoload nutzen, weil ich zu faul sei, alles selber zu machen oder es nicht könnte. Genau, er hat gesagt, Autoload nutzen nur diejenigen, die nicht stapeln können. Das Ding ist, das dauert einfach zu lang bei den Ausmaßen, das hier alles angenommen hat. Aber ihr habt ja heute mal wieder gesehen, dass ich hier recht viel selbst gemacht habe. Man muss da immer so eine gute Mischung aus beiden finden. Aber ich denke, in einem Projekt ist Autoload hin und wieder mal erlaubt. Hoffe ich jedenfalls. Aber ich bin auch gern dazu bereit, mal alles zu stapeln. Nur ob ihr euch das anschaut, das ist die andere Frage. Gut, aber jetzt haben wir hier, glaube ich, alles gesäubert. Die Einfahrt sieht soweit ganz gut aus. Hier muss ich mir noch irgendwie was anderes als Bodenbelag legen und vor allen Dingen muss ich das hier nochmal ein bisschen schöner texturieren. Hier vorne ist noch ein kleines Häufchen, dann mache ich das noch weg. Aber ich denke, damit sind wir schon wieder am Ende der XXL-Farm-Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Weiter geht's in Kürze dann mit dem großen Gülle-Projekt. Wie viel Gülle haben wir aktuell? Ich muss mir noch überlegen, ob ich die Gülle noch verwerte. Wir haben aktuell... Ja, gut. Ja, moin. 798.000 Liter haben wir aktuell. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Ich wollte die erst noch zu Gärresten verarbeiten und dann später ausbringen, aber ich glaube, den Schritt können wir uns sparen. Das ist jetzt schon viel zu viel, das sprengt schon unsere Silos. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen vorspule, dann wird es schon um die Gülle geschehen sein. Dann wird hier alles unter Gülle stehen. Also dann werden die Güllelager überlaufen. Insofern würde ich vorschlagen, wir sehen uns in der nächsten Folge in alter Frische wieder mit vielleicht schon fertiger Silage, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall mit kräftig viel Gülle und neuem Equipment. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr Tipps, Kritik, Anregungen habt, gern damit in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!